Lois, müssen wir. Lois, 31-31, können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein? Zwei Punkte waren ja auch drin. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Gefühl überherrscht jetzt noch mehr, dass wir gewinnen könnten. Aber ja, ich glaube, insgesamt haben wir zweite Halbzeit ein gutes Spiel geliefert. Dort, wo wir erste Halbzeit vielleicht nicht so gut gespielt haben, vor allem in der Abwehr war es auch nicht so gut. Und ich glaube, das haben wir zweite Halbzeit dann sehr gut umgestellt. Und ich glaube, das ist auch das Positive heute am Spiel. Und wenn man mit Halbzeit 4 hintersteht, glaube ich, kann man am Ende natürlich froh sein mit einem Punkt. Aber ich glaube, da hat heute auch mehr drin gewesen. Und ihr habt ja auf jeden Fall eine Riesenmoral bewiesen, wie du sagst. 4 hinten gelegen. Und der Schlüssel war die Abwehr, sagst du? Ja, ich glaube, da wir zweite Halbzeit was kompakter in der Abwehr gestanden haben, dass wir dann auch eine gute Gefühl hatten in die Angriff. Und ja, in der ersten Halbzeit waren einfach zu viele Lücken in der Abwehr und das hat man schon gemerkt. Und man hat auch gesehen, dass wir zweite Halbzeit auch, dass die Torfrau hat sich natürlich auch selbstbewusster gefühlt. Wenn wir einfach gut stehen, das hilft die Torfrauen auch. Und ich glaube, das war zweite Halbzeit auf jeden Fall positiv. Fanden hier 1940 Zuschauer auch, dass das positiv war. Zu dir noch, du warst in der Hinrunde verletzt, hast noch einmal gegen Göppingen im letzten Spiel auf der Bank gesessen und dann die WM gespielt, 6 Spiele. Von Verletzung und WM ist nichts mehr zu spüren. Nein, ich habe mich heute richtig gefreut, wieder zu spielen hier und das war alles gut. Ich habe auch keine Probleme mehr und ich glaube, Serbien hat mir auch gut getan. Habe ich wieder viel gespielt und ja, dann freue ich mich auf die nächsten Spiele mit Oldenburg. Das ist schon übermorgen in Buxtehude, der nächste Knaller. Heute war schon ein besonderes Spiel gegen Leverkusen, immer so ein Konkurrent und auch ein Tabellennachbar fast. Buxtehude ist ein richtiger Tabellennachbar, es könnte schwer werden. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn wir einfach so weitergehen, als was wir heute zweite Halbzeit gezeigt haben, dann haben wir eine gute Chance und wenn wir das dann 60 Minuten auch mithalten können, dann hoffe ich, dass wir am Montag dann 2 Punkte haben und dann können wir, glaube ich, zufrieden sein. 3-1 Punkten verlassen wir das Jahr 2013. Danke, Lois. Okay, gerne.